Hallo und herzlich willkommen zu Pokémon Nuzlocke, die spontane Edition. Leider kein Pen Paper heute. Gründe würden, glaube ich, jetzt schon genug genannt. Konnte aus privaten Gründen leider nicht stattfinden. Drehscheibe nicht. Jetzt viel Spaß mit Pokémon Nuzlocke. Nuzlocke. Wir spielen Pokémon Nuzlocke. Wir spielen Pokémon Nuzlocke. Hi, herzlich willkommen, guten Abend zu Pokémon Nuzlocke am Freitagabend um 20 Uhr 33. Ihr wolltet einen zweiten Sendeslot? Hier habt ihr den, einmal. Ja, tut uns nochmal leid, wegen dem Pen and Paper, kann wie gesagt nicht stattfinden, aber wir haben uns überlegt, dass wir einfach Ersatzprogramm suchen und wir haben es gefunden mit Pokémon, Nuzlocke. So, was geht ab? Ich werde heute mal spielen. Eigentlich spielst du immer und ich sitze daneben und sag dir, dass wir Stahl-Pokémon bekämpfen. Ja. Aber bevor wir anfangen, ich möchte noch sagen, wir haben wieder ein Paket bekommen, was leider in unserer Sales-Abteilung gelandet ist. Okay. Weshalb sie schon geöffnet haben. Von Voldes. Aha. Vielen lieben Dank. Das ist ein T-Shirt mit den drei Lingshis. Weiß nicht, welche Kamera ich halten soll, aber man sieht es hier. Ist wunderschön. Yeah. Und das Beste ist eigentlich hinten. Hashtag besser als Xerox. Boah. Alle drei besser als Xerox. Bam, bam, bam. Geht das jetzt hier direkt in den Fanshop oder was? So, es gucken 7000 Leute zu. Okay, 7000 wird. Leg los, was rein. Was ist denn Pokémon Nuzlocke? Ich glaube, der ein oder andere weiß gar nicht, was wir hier machen. Oh, du drehst schon wieder zu viele Tasten. Alter. Moment mal, bevor wir da reingehen, warum ist das so? Ja, weil du zu viele Tasten unten gedrückt hast. Du hast die Trigger gedrückt wieder. Ich starte. Ja, mach das mal neu. Ilias, ey, du drückst. Ja, sorry. Deswegen sitze ich da meistens. Hey! Hey! Also, eine Pokémon Nuzlocke Challenge ist halt eine selbst aufgelegte Regel, die man einhält. Also, Pokémon ist halt. Hat keine Schwierigkeitsgrade und man versucht es sich halt ein bisschen schwieriger zu machen, indem man halt Regeln aufstellt. Wir haben zum Beispiel unser Pokémon-Spiel Soul Silver so verändert, dass zum Beispiel die ganzen Pokémon, die sonst in bekannten Routen zu fangen sind. Ah, erzähl du mal weiter, ich starte. So, Pokémon Nuzlocke ist im Grunde, wir spielen Pokémon mit Permadeath. Jedes Pokémon, das wir fangen und es besiegt wird, das wird dann auch aus dem Team gekickt und darf nicht wiederverwendet werden. Und das spielen wir jetzt schon seit 22 Stunden, hat mal mehr, mal weniger gut funktioniert. Gerade läuft's ganz okay. Aber wir haben jetzt den nächsten Arena-Orden vor uns mit einer Trainerin, die deutlich stärkere Pokémon hat als wir. Ja. Und deswegen könnte es bedeuten, dass wir jetzt schön in eine Kreissäge reinlaufen. Ja. Aber die Zuschauer haben es sich gewünscht. Die Zuschauer sagen, Leute, wagt mal was, macht mal was, schaut mal zu, dass es hier ein bisschen geil wird. Und da sagen wir gut. Dann ist das so. Genau, und wichtig ist auch noch zu sagen, wir haben einen Randomizer drin. Das heißt, die ganzen Pokémon, die man in bekannten Routen sieht und fangen kann, sind da nicht mehr. Die sind einfach überall. Wir können in allen Routen einfach alle verschiedene Pokémon fangen. Genau. Und die Trainer haben auch nicht die bekannten Pokémon, die man sonst immer hat. Hier zum Beispiel, wenn jetzt Falk normalerweise Vogel-Pokémon hat, hat die zumindest nicht. Es könnte sein, dass er einfach ein Traumato hat. Das stimmt auch. Irgendjemand hat das Spiel hier manipuliert. Ist das so? Ja. Ist unser Save-File weg? Nee, Selfie ist da, aber irgendjemand hat hier die Settings geändert. Das ist problematisch. Aber es ist nicht so schlimm, denn wir werden das auf jeden Fall hinkriegen. Wir haben es hier gerade schon zum Laufen gebracht, bloß waren hier ein paar Einstellungen weird. Ja. Man kann ganz mal kurz draufgehen, Regie, können wir kurz mal machen. Jedes Mal, wenn wir irgendeine Taste drücken, wird sie angezeigt. Ja. Mach das mal. Ja, da seht ihr es. So, und das ist ein bisschen komisch. Das ist ja in der Tat ein bisschen komisch. Wie lange geht die heutige Folge? Ist eine gute Frage. Wir machen einfach mal so lange, bis uns die Regie rausschmeißt. Bis die Regie. Glaube ich. Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir müssen aufhören. Oh. Okay. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Sorry, macht's Regie, gut und bis zum nächsten Mal.
Konsequent. Ich liebe es. Ich liebe unsere Regie. Sorry, dass ich gerade was verschoben habe. Aber es ist jetzt zu sehen. Ich würde sagen, wir spielen es jetzt trotzdem und in der Werbung versuche ich das zu fixen. Ja? Bist du dir sicher? Na gut. Ja, wir können das auch so machen. Wir machen es erstmal so. Alter, dieser Stuhl. So. Mal schauen, wie lange das dauert, bis es alle abfuckt. Okay, pass auf, wir sind in der Safari-Zone. Genau. Och, komm. Und in dieser Route haben wir schon Pokémon gefangen. Das heißt, wir dürfen da nichts mehr fangen. Die Route ist für uns gestorben. Wir dürfen da nur noch Pokémon bekämpfen. What? Ich hasse uns. So, was machen wir jetzt? Weißt du, was wir da gefangen hatten? Wir hatten eine Gino Plus gefangen. Stimmt. Aber Gino Plus ist auch okay. So, was machen wir? Impagator rein, Eiszahn. Stimmt. So, ich gehe mal hier jetzt kurz auf die Bisa-Fans-Seite, um die Elementliste zu finden. Oder ich gehe zu uns ins Forum. Gab's viel Damage? Gab's viel Damage? Nein, gab's nicht. Easy. Boah, so ein Dragoran wäre echt geil. Wäre geil gewesen, aber haben wir jetzt nicht. Okay, wir müssen weiter nach oben, meintest du? Genau, wir müssen hier in die Safari-Zone, da können wir noch ein Pokémon fangen. Alter, was geht hier ab? Im Forum haben wir auch eine Routentabelle, da könnt ihr nochmal sehen, wo wir Pokémon schon gefangen haben und wo wir nicht mehr fangen dürfen. Das hat hier ein Forumsmitglied von uns gemacht, Robschein. Alter, guck mal hier! Finsterball, Flottball? Die kosten 1000. Komm, lass 2, 3 kaufen. Okay. Wir können danach noch zu Kurt fliegen. Und heute ist Freitag. Können wir. Ist da ein Käferturnier? Oh, ich glaube, es ist Samstag. Mittwoch und Samstag, aber der Chat weiß das bestimmt. Mhm. Ah, hier sind nochmal die Aprikoko-Farmen. Halt bei uns hier noch im Forum. Oh, ey, Finsterball ist gerade jetzt für den Freitagabend auch gut. Komm, nimm auch 3. Nachtmara vergessen. Nee, die kommt nicht mit. Dienstag, Donnerstag, Samstag wird hier geschrieben von Shazor. Dann müssen wir bis Freitag Nacht spielen, bis 1 Uhr morgens. Boah. Dann können wir mitspielen. Hör auf hier, Alter. Proteintränke zu holen und so. Kosten einfach mal 10.000. So, Alter, Glabras nicht am Start. So. So, die Safari-Zone gab es ja nicht in den ursprünglichen Teilen, ne? Die gab es nur in Kanto, aber ich glaube, in Kanto war sie sogar geschlossen in. Was? Gold und Silber. Ah ja, das kann sein. Ja. So, hier ist nochmal ein Pokémon-Center. Brauchen wir das Pokémon-Center? Ja, trotzdem machen wir. Doch, wir wollen noch hier Pokémon austauschen. Wir wollen noch Gino Plus reinpacken anstelle von Gino. Ey, das ist so dumm. Wir haben so viel Zeit verschwendet jetzt mit. Ja, aber es ist halt so. Das passiert. Ja. Neu ist immer besser. Ja. Ja. Oh. So, dann legen wir Gino Plus jetzt weg. Mhm. Oh Mann, ey. Nein, wir legen Gino weg und packen Gino Plus rein. Ja, das ist. Ja. Mach mal die Buchstaben aus. Ich weiß gerade nicht, wie man die Buchstaben ausmacht, aber. Das machen wir in der Werbung. Ja, ich suche. Level 24 schon, das ist nicht schlecht. Kannst du mal gucken, wann sich Gino Plus weiterentwickelt? Klar, kann ich machen. Okay. Ah, mit Freundschaft. Können wir nach Dukatia City? Da können wir zum Beispiel auch Donner kaufen. Stimmt, das haben auch sehr viele geschrieben. Da können wir auch noch zum Friseur gehen mit Lucario, damit es hier ein bisschen mehr Freundschaftspunkte bekommt. Und tausche es mal aus mit dem Togetic, damit wir dann ab und zu mit Lucario und mit dem kleinen Riolu sprechen. Okay. Wir wollen es ja auch ein bisschen stärker haben. So, Safari-Zone. Willkommen. Oh, hier steht was. Oh. Ihr müsst auf View, HUD und dann. Das mache ich mal gleich. Das Pin. Okay, ich hab's mal fest gepinnt, das machen wir. Boah, es geht. Oder bist du ja endlich, na? Was sagst du? Display-Input rausnehmen. Na gut, das mache ich gleich. Vielen Dank. Auf dich vor, willst du beim Eignungstest für Safari? Wollen wir beim Eignungstest mitmachen? Ja, machen wir. Das ist unsere Challenge. Keine Sorge, es ist kinderleicht. Alles, was du tun musst, ist bei der einen Kleinstein zu fangen. Ja, das wird sehr lange dauern. Das wird nichts. Das erste Pokémon, was wir fangen, das ist unser. Ey, nicht, dass das storyrelevant ist.
story-relevant ist, dass wir Pokémon-Meister wären. Ey, was geht hier ab? Was ist das für ein Laden? Ich kann grad nicht. Alles geheim. Und warum sind hier so viele Wärter? Hä? Okay. Vierte Generation. So, wir zahlen 500, ne? 500 Pokédollar. So, wir haben vorhin auch Schwert und Schild gespielt. Mhm. Stellt sich heraus, ist nicht so gut für eine Nuzlocke-Challenge geeignet. Schwierig, weil die Random Encounter nicht so random sind wie erwartet. Mhm. Okay, das nächste das erste Pokémon, was wir finden, ne? Ja. Und dann sofort wieder raus. Sind natürlich sehr schüchtern, die Pokémon. Blacktack. Das teleportiert sich gleich weg, Mann. Das sehe ich jetzt schon. Deswegen. Sofort Ball. Köder und Matsch? Ah, wir können nur Safari-Bälle einsetzen. Mhm. Ja, das hat ja richtig gut funktioniert. Ja, los, komm, lass wegfliegen. Scheiße. Gibt's hier irgendwelche coolen Items oder so? Ist für uns gestorben. Läuft bei uns heute. Mhm. Es geht hier? Ja. Keine Items. Alter, die Zuschauer können jetzt komplett sehen, was ich drücke. Das ist ein bisschen unangenehm. Mhm. Gibt's hier was Spannendes? Wir können da nichts fangen. Ilias, nee, ich meine, ob es Items, so Pokébälle gibt oder so. Narre. Die haben gesehen, dass du nicht nach unten und B gedrückt hast. Ich hab unten B gedrückt! Alter, hier gibt's auch eine crazy Wüste, so verschiedene Zonen. Kann man hier raus? Wo kann man hier raus? Ich würde einfach wegfliegen. Kann man? Nee, ich weiß nicht, ob man wegfliegen kann. Ah, hier, Schluss. Ja. Ja. Das war halt nicht sehr geil. Okay, dann fliegen wir jetzt. Flieg mal nach. Bukatia City wolltest du. Bukatia City, wir können noch die Bälle von Kurt holen. Und neue. Okay. Wo war das Azalea City? Okay. Hey. Oh. Ob wir heute irgendwie vorankommen? Alter, Jasmin wird sowas von aufs Maul bekommen. Glaubst du? Ja. Kannst du noch an den Aprikokobaum schütteln. Mhm. Hier, nimm. Mondbälle. Oh, die brauchen wir nicht. Aber ich habe hier eine Tabelle mit den verschiedenen Bällen. Was ist die denn? Ich habe die auch eben gerade gehabt. So, wir haben von schwarzen Aprikokos haben wir am meisten. Schwarze Aprikokos sind Schwerbälle. Aprikoko-Weiß sind Turbobälle. Aprikoko-Weiß, die weiß auch haben, oder? Turbobälle finde ich gut. Fängt Pokémon leichter, wenn das gegnerische Pokémon einen Initiativwert von mindestens 100 hat. Ah, okay. Was sind rote? Levelball? Levelball fängt Pokémon leichter, wenn das eigentliche Pokémon... Oh, das könnte... Das ist gut. Aber wir haben nur einen. Ja, stimmt. Pink haben wir auch einige. Im Pokémon, wenn das gegnerische Pokémon vom anderen Geschlecht ist. Ja, ey, komm, dann spielen wir ein bisschen Risiko. Dann geben wir den hier. 50-50. Ja, siehst du? Schwarz oder weiß? Schwarz oder rot? So. Jo, kannst raus und schüttel da Kokobaum. Nach Bukatia City, Pokémon Center, Friseur, Donnerblitz kaufen. Boah, weird. Was denn? Richtige Agenda. Das ist der 10-Minuten-Plan. Wo war Dukatia City? Hier irgendwo. Unten? Ah ja. So, zuerst Arenaleiterin oder rotes Garados? Arenaleiterin. Ja? Ja. Heil mal die Pokémon, die wir haben. Ah ja, stimmt.
Das haben wir noch gar nicht gemacht. Ja. Also ich wäre dafür, dass wir jetzt die Arena-Leiterin punishen. Ach, keine Ahnung, ob wir gepunished werden oder sie. Hm. Punished Vilias. Okay. So, wo müssen wir jetzt lang? Aufhaus. Ach ja. Müssen wir nicht auch in den Untergrund? Ja, zum Friseur. Jetzt weiß ich gerade nicht, wo die TMs sind, aber die sind nicht in der ersten Etage. Kannst du gleich hoch? Zweite oder dritte Etage? Zweite oder dritte? Nee, Blitzer machen wir nicht. Es wurde abgesprochen, dass es ein Nachtmacher wird und wir haben keine Lust jetzt. Kampfkollektion. Das zu ändern. Naja, vor allem macht es keinen Sinn, weil wir den Donnerstein erst super spät bekommen. Den kennen wir in Kanto erst, oder? Ja, und deswegen allein schon aus dem Gesichtspunkt macht das nicht so viel Sinn, jetzt auf Blitzer zu spekulieren. Es geht hier. Routine. Routine. Hier ist aber nicht. Ja, hier ist ganz. Ich will es in der ersten Werbung machen, das mit der mit dem Display-Input. Habe ich hier schon von Zytosio. Was ist das hier? Den Tipp gegeben, wie ich das ausmache. Das mache ich dann gleich. Wird von einem mächtigen Donnerschlag, der Paralyse bewirken kann, heimgesucht. Donnerschlag ist auch ganz gut. Können wir mal das Vokabular beibringen? Wird nicht angezeigt, was für eine Attacke das ist? Nur die Beschreibung? Tja, ich kann ja mal gucken, was es ist. Nochmal TM25 ist wahrscheinlich Donnerschlag. Das wird Donnerschlag sein. Oder Donner oder so. TM25. TM25. Ist Donner. Ist Donner. Okay, aber wer kann dann Donner von uns lernen? Garados. Ist Donner aber, ja. Was ist denn TM? Ordentlich eingeheizt, kann eventuell Verbrennung hervor. Ist TM38 Feuersturm? 38 wird. Warte, ich hab TM25 erstmal. Ja, TM25 ist Donner. Ja. Das haben wir doch gerade. Donner oder Donnerschlag? Weil hier im Chat schreiben die sogar Donnerschlag. Nee, da stand gerade Donner. 38 ist Feuersturm, ja. Wollen wir das für Dracarys kaufen? Na, wir haben genug Cash. Macht das Sinn? Dass er jetzt schon so früh Feuersturm lernt? Lass erstmal Donner kaufen und gucken, wem wir es beibringen können. Okay. Weil egal, wer es lernen kann, es wird nützlich sein. Jura. Okay, dann gehen wir mal in den Beutel. Und schauen uns mal an, was hier so geht. Gunnar! Der Einzige, der es lernen kann, ist Gunnar. Ist okay. Wollen wir es Gunnar geben? Was soll er denn vergessen? Dann haben wir halt irgendwas dagegen. Ey, der hat 2 VMs. Scheiße. Scheiße! Das ist schon so dumm, dass wir ihm 2 VMs beigebracht haben. Ja, und nun? Hyperzahn oder Knirscher? Hyperzahn. Hyperzahn? Ich weiß es nicht. Naja, Stärke ist halt einfach der bessere Move. Ja, okay, dann mach Hyperzahn weg. Okay. Okay. Dann gehen wir mal hier raus. Und jetzt noch in den Untergrund, sagst du? Können wir jetzt hier direkt Alter, die Animation ist ja schön. Nicht schlecht. Nein! Nein, nein! Sag nein! Okay. Okay. So, gehen wir zum teuren Friseur. Alter, was geht hier ab? Waren wir hier schon mal? Nee, aber das ist gleich zu weit. Irgendwie kommt man ja daher noch zu dem Team Rocket-Ding. Crazy. Da kannst du hin, das ist ein Pokéball. Rechts. Ein Hyperball. Ah, okay. Geil. Was geht hier? Eta? Ne? Okay. Wirt, du hast den Chat im Auge? Ja. Die beschweren sich gerade, dass wir hier, Evoli halt nicht Donner beibringen, aber. Okay. Ach so, okay, wir können nicht weiter. Ja. Aber da ist noch eine Treppe rechts.
Ah, da kommen wir nicht hin. Okay. Nee, wir brauchen den Türöffner. Ja. Mara kann ruhig anrufen. Ich habe mein Handy in Flugmodus. So. Tschüss. Yes. I'm funny. Okay, boah, wir sehen das erste Mal die Stadt hier im Dunkeln. Hier ist doch der Untergrund. Nein. Wo ist er denn nochmal? Rechts? Hier? Hoch. Ach ja, 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 ich weiß. Irgendwo rechts ist doch so ein Eingang oder... Da, ja. So, hat der teure Friseur auf? Ich glaube noch nicht, ich glaube, der ist in einer anderen Stadt. Wir brauchen noch eine Sanftglocke. Wo stimmt, die Sanftglocke ist irgendwo im Park, wo das Käferturnier ist. Oh ja, komm, ich will aber jetzt keinen Bock, nochmal irgendwas zu suchen. Ich will jetzt endlich mal... Ist doch hier in Ducatia City. Ich will Progress machen. Ist doch hier in Ducatia City. Oh. Hä? Also... Also ich war doch richtig. Was? Hier war ein Untergrund. Okay. So, sollen wir hochgehen? Ja, mach. So, okay. Da ist doch, Here we go. So, wir können uns leider nicht diesen Schwarzgurt, Das können wir, soweit ich gelesen hatte, erst nachdem es nicht mehr regnet, also nachdem wir in Garadas gefahren sind. Und obendrauf können wir das erst am Mittwoch machen. Also immer mittwochs ist er da. Der steht da nur mittwochs. Ach so. So, ja. Wo ist denn jetzt? Wir haben doch den kompletten Park abgesucht. Ja? Ja, wie kommen wir denn da hin? Irgendwo muss es hier eine Lücke geben. Ah, hier. Ne? Ja, ja. Poco Walker, erinnerst du dich? Ja. Gab's ja bei einigen mit dem Modul dazu, ne? Dieses kleine Tamagotchi-Ding, so ähnlich. Okay, Sanftglocke dann so ein Pokémon-Game. Fördert Sympathie. Okay, geben. Riolo. Alles klar, jetzt sind alle Weichen gestellt. Wir werden jetzt in die Arena fliegen. Ja. Und schauen, dass wir da unser Glück herausfordern. Wir gehen jetzt ganz kurz in eine Werbung, checken mal ab, dass wir unser Programm und unser Spiel hier zum Laufen kriegen und sind dann gleich wieder zurück mit dem großen Showdown. Siebter, sechster Arena-Leiter hier. Immer noch bei falsch. Ja, da unten. Sechster Arena-Leiter hier bei Pokémon Nuzlocke. Mit Wirt, mit mir und mit Timo. Nuzlocke. Nuzlocke, Nuzlocke, wir spielen Pokémon Nuzlocke, 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 wir spielen Pokémon Nuzlocke. Und damit herzlich willkommen zurück hier bei Pokémon Nuzlocke mit Wirt, mit mir und mit Timo und mit Julius in der Regie. Das ist eine richtig heftige Runde heute Abend. So, was ist mit deinem Stuhl los? Mann, hast du das letzte Mal die ganze Zeit gemacht. Ja, aber du hast das nicht kaputt gemacht. Du hast vollkommen recht. Nee, ich hab's nicht kaputt gemacht. Du warst das. Das war hier die ganze Zeit schon so. Die Polizei kommt. Oh, oh, oh. So, wir haben die Sanftglocke. Mhm. Ausgerüstet. Riolo wird unser bester Freund. Dino Plus wird unser bester Freund. Ja. Und die Anzeige ist nicht mehr da, dass wir hier die ganze Zeit Sachen machen. Genau. Das hat Abonnieren nicht vergessen. Klein Ede sagt es euch. Hier, hier. Geil. Geil. So, dann geht's weiter nach Oliviana. Oliviana City. Ich sehe hier gerade im Forum, Alter, einige meinten, wir würden sie nicht schaffen. Ja? Ja. Dann würde ich vorschlagen, dass wir das Forum einfach eines Besseren belehren. Was hältst du davon? Ja, finde ich auch. Annette. Na gut, gehen wir ran, oder? Können wir rangehen? Ja. Haben wir überhaupt die Muße ranzugehen? Ja, bist du sicher? Vielleicht motiviert sie uns ja. Bist du wirklich sicher, ja, dass wir da rangehen wollen? Ja. Thank you.
Bist du wirklich sicher, dass wir da rangehen wollen? Ja, ich bin sehr, sehr sicher. Okay, wir gehen beim zweiten Mal rein. Okay, komm, wir müssen uns fokussieren. So, wo ist die Arena? Die ist oben. Ja. Gleich am Ortseingang. So, okay, was geht eigentlich hier ab? Okay, wir haben ein Gino Plus. Oh Gott, das dürfen wir nicht. Ach du Scheiße, ey, wir haben keine guten Pokémon. Ja, lass Dracarys vorne sein. Wir wollen auf Nummer sicher gehen. Wir wollen hier jetzt nicht irgendwie unsere Pokémon verfeuern. So, wie sieht unsere Tranksituation aus? Oh ja, eine Tranksituation ist auch eine ganz gute. Das müssen wir erstmal besprechen, ne? So, Heiler, Gegengift, Paraheiler, Aufwecker, haben wir alles gut. Limonaden haben wir sehr viele und Supertränke und Hypertränke. Eigentlich sind wir, ich würde mal behaupten, top ausgestattet. Haben wir Paraheiler? Haben wir Gegengift? Para. Aufwecker, wir Feuerheiler, Eisheiler, Äther. Ja, alles da. Äther. Okay. Wollen wir so ein KP Plus mal verwenden? Das steigert dauerhaft die KP-Zahl. Ja. Sollen wir es Dracarys geben oder jemand anders? Anabolika. Wer braucht Anabolika? Oder Krokei. Für noch mehr Tankiness. Komm, ich geb's Krokei. Krokei. So. Was haben wir noch? AP Plus und Carbon. Initiative. Wer ist besonders schnell bei uns? Die Ratte. Aber planen wir mit der Ratte auch zukünftig? Ist das eine Investition in die Zukunft? Fürs Late Game weiß ich nicht, aber im Moment ja, aber vielleicht. Aber wir müssen längerfristig. Dracarys muss flink sein. Dann gehen wir es Dracarys. Dracarys ist unser Main. Okay. Stopf alles da rein. AP Plus werde ich ja erstmal nicht verwenden. Wer weiß, was für geile Attacken wir noch bekommen. Ey, ich hoffe, es sind einfach 3 Pflanzen-Pokémon oder 4 Pflanzen-Pokémon und fertig ist. Käfer lasse ich auch noch zu. Okay. Komm, Champ. Wir machen es jetzt? Ja, wir machen es jetzt. Ganz im Ernst. Okay. Wenn unsere Pokémon jetzt draufgehen, ihr seid mit Schuld. Ihr wolltet ja nicht, dass wir grinden. Na gut. Aber Moment. Wir haben doch noch eine Videobotschaft von ihr. Bist du sicher, dass wir uns diese Botschaft geben wollen? Wir haben eine Videobotschaft von ihr. Bist du dir sicher, dass wir das uns antun wollen? Ja. Von Jasmin. Bist du dir wirklich sicher? Ich schwör. Hi. Suchst du auch Arenaleiter aus deiner Umgebung? Dann komm zu mir. Ich bin Jasmin aus Oliviana City und meine Spezialität sind Stahl-Pokémon. Willst du auch sowas haben? Dann flüster mir einfach die 3 süßen Worte ins Ohr. Ins dein Gesicht. Oh, Jasmin. Ohne Scheiß, mittlerweile bin ich einfach nur beeindruckt, wie niedrig die Hemmschwelle von Gregor einfach ist. Es ist schon so weit gegangen, dass man ihm einfach Respekt zollen sollte. Ja. Aber gut. F für Gregor. Sie will die 3 Worte geflüstert bekommen. Das soll sie doch bekommen. So. Sie sind stark, echt, ja, okay. Jasmin. Ey. Das kriegen wir hin. Eigentlich müsste jetzt so ein Gunnar ran. Ja, aber egal, mach einfach. Wenn wir jetzt wechseln, dann greift es uns an. Glut? Ja. Ist okay. Spiegeldreck? Ist alles ruhig. Okay. Lame. Fuck. Aeroas. Fuck. Step. Fuck. Fuck. Holy shit. Yes. Ist gut. Komm, eine Glut noch, ist es weg. Oder Sternschauer? Nein, mach einfach eine Glut. Oder Ruckzuckhieb? Oh, Ruckzuckhieb ist gut. Ja, do it. Aber ist es sicher, dass es dann down geht? Ja. Egal, es ist immer noch verbrannt. Oh. Oh, siehst du? Das Ding wäre down gegangen. Diese Scheiße. Wir müssen es rauswechseln. Der hat 2 Hypertränke. Ja. Egal, dann setz sie den jetzt nochmal ein. Trotzdem. Okay. Nice.
Es darf nicht stärker als 30 werden, das nächste Pokémon. Lutexo. Wir haben Wasser-Pokémon. Wir haben Wasser-Pokémon. Ja, haben wir. Ja. Pokémon wechseln. Ja. Jetzt! Krokodil. Aber es ist immer das letzte Pokémon. Du weißt, das letzte Pokémon ist das, was wir dürfen, haben. Wir dürfen nie überschwänglich werden. Ja. 35 wird. Kawabunga, Mann, surf weg. Drachenwut. Oh, fuck. Wo kommt das auf einmal her? Fuck! Ja, es macht 40 Schaden. Ist okay. Ein Surfer können wir dann noch gleich machen. Shit, ey. Egal, wenn sie jetzt Hypertrank macht, ist es dann so. Okay, er ist weg. Aber unser Ukodil überlebt ganz knapp. Gut, dass es genau 40 Schaden macht. Oh, shit, ey. Ja, weg. Wenn das nächste jetzt ein Wasser-Pokémon ist, Radikal. Haben wir ein potenzielles Problem. Radikal. Ja, aber das nächste Pokémon wird ihr stärkstes sein. Unser Radikal ist Mitte 20. Oh, oh. Shuppet ist ein Geist-Pokémon. Das ist ihr stärkstes Pokémon. Ihr stärkstes Pokémon? Dann lass doch Krokei rein. Das tankt erstmal. Dann und heilen wir Dracarys. Dracarys oder Ukodil, weil Ukodil hat doch hier Unlichtattacken. Und die sind effektiv gegen Geist. Okay, okay. Oh, tatsächlich. Oh, egal, dann machen wir es trotzdem, wie vorhin, wie abgesprochen. Also wir heilen unser Ukodil. Und wir können ja mal gucken, was wir attacken. Übertrank. Was für Attacken es hier drauf hat. Okay, lame. Wollen wir trotzdem angreifen? Gucken wir, was du Togepi. Oh, sorry, das wollte ich nicht. Siehst du? Und das. Das wollte ich nicht! Hä? Warum geht's nicht auch? Achso. Ja, da oben ging nicht. Nee, Psycho bringt nichts. Wollen wir Gene einsetzen? Ist das effektiv gegen. Funktioniert das? Können wir ausprobieren. Das ist ein Feuer. Ah, okay. Insomnia hat das, okay. Okay, wechsel aus. Irrlicht, das ist natürlich auch interessant. Wie, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Lame. Okay. Schön. Schreck zurück. Bam! Jasmin, ins dein Gesicht! Geil. Geil. Nice. Wie war die Pose? Das ist okay. Okay, ich lass es. Oh. Hi. Oh, ist alles weg? Ja, egal. Speichern wir ab und dann starten wir gleich. Yes. Stahlohren. Bra! Bra, 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 bra. Schaffen wir es heute, alle Arenen zu besiegen? Nein, wir müssen noch Team Rocket besiegen. Ah, stimmt. Aber, und dann Norbert noch. Vielleicht schaffen wir noch Norbert. Das kann ich nicht sagen. Ja. Eisenschweif. Speicher mal ab. Moment mal. Es wird immer schlimmer. Okay. Hier. So, das hat ja ganz gut funktioniert. Ja, das ist besser als erwartet. Wenn ich hab gedacht, die hat so mega starke Pokémon. Das stärkste Pokémon war, glaube ich, ihr zweites Pokémon, ne? Ja, 32. Ja. Okay. Deswegen, ich bin tatsächlich ein bisschen überrascht. Und dabei sind wir nicht übergrindet oder so, würde ich sagen, weil unser stärkstes Pokémon war auch Level 32. Ja, du hast vollkommen recht. Ja. Klick mal drauf. Ja, jetzt. So. 35? Ihr stärkstes Pokémon war 35? Nee, 32 war es eben, oder? Es war 32. Okay. Okay. Dann würde ich sagen, jetzt zum See des Zorns oder was? See des Zorns. Da kannst du ja trotzdem hinfliegen. Obwohl, nee, das ist kein Pokémon-Center beim See. Das doch, man nicht, kann da hinfliegen. Das ist nicht das Pokémon-Center. Ich glaube, man kann da. Oh, shit! Man kann da hinfliegen, aber da ist kein Pokémon-Center. Ja, das stimmt. Dann würde ich sagen, wir packen Togetic nach vorne.
und Gana auf Garados. Ah, stimmt, wir müssen direkt. Was? Verdammt. Wir müssen direkt das Garados fangen, ne? Sonst. Es ist weg, ne? Oder wie? Also fangen wir es? Ja. Macht es überhaupt Sinn, dass wir es fangen? Natürlich. Wir haben schon ein starkes Wasser-Pokémon. Das ist ein Drachen-Pokémon. Es ist ein Wasser-Flug-Pokémon. Ja, wir haben sowohl Wasser- als auch Flug-Pokémon. Ja? Es war 35. Wirklich? Fuck. So krass, Mann. Alter. Wir sind so krass. Krass Checker sind wir. Schauen, was für ein krasser Checker du bist, wenn wir hier gegen Garados kämpfen. Garados wiped erstmal das halbe Team. Glutexo war 35. Hm. Ach was. Haben wir gar nicht drauf geachtet. Wir waren zu panisch. Okay, du willst Togetick jetzt vorne. Togetick vorne, genau. Weil wir dann sofort Gainer einsetzen, sobald da was los ist. Haben wir genügend Bälle? Ich denke schon. Ich glaube, wir ziehen es jetzt einfach durch. Ja, ziehen es durch. Dieses Rumgeplänkel. Dieses Rumgepimmel. Los geht's, Mann. Kawabunga. Let's go! Gaga, Garados. Rara, Garados. Shiny, baby. Mhm. Wasserattacken sind stärker. Mhm. Cool. Cool. Okay. Cool. Fucking. Cool. Ja, eine weitere Attacke überlebt er nicht. Cool. Yes, das hilft gerade nicht. Cool. Dann mach, wie du denkst, wenn du die ganze Zeit jetzt denkst. Das hilft nicht. Nee, das ist Quatsch hier. Ja. Ja, mach du ruhig. Mach du Super ruhig. Du findest ja alles cool gerade. Och, jetzt sei nicht eingeschnappt. Oh, ja. Ich versuche hier noch konstruktiv zu sein. Was kommt? Was ist super? Wie viel? 50. Wie viel AP hat eigentlich Drachenwut? Ist das schlimm? Ist das schlimm? Nee, kann doch sogar noch eine Drachenwut aushalten. So, was machen wir jetzt? Einen Sondersensor? Oder einen Donner? Nein. Alter, es regnet, Donner trifft auf jeden Fall. Funktioniert das so? Ja. Okay. Aber damit killst du es eventuell. Ja. Aber mach mal Sondersensor, guck mal, wie viel Schaden das macht. Drachenwut 10-mal kann das einsetzen. Willst du den wirklich fangen? Ja, ich will's haben. Alter, das ist ein Volltreffer, das wir da gemacht haben. Für meine Kollektion. Das macht nicht so viel Schaden. Mach weiter. Und ist auch noch viel, viel schneller als unser Krokei. Ja. Viel, viel schneller. Wir können ja noch einmal Sondersensor machen oder wir machen. Oh, Alter, das wird richtig anstrengend und ekelhaft. Willst du noch einmal Sondersensor oder Gainer machen? Ah, schläft noch, okay. Dann würde ich als nächstes Gainer einsetzen, weil es gleich aufwacht. Und eine Drachenwut kann er ab. Mhm. Und danach erstmal heilen. Supertrank? Okay, Beutel. Reicht Supertrank? Nee, es geht um bis 69. Dann Limonade. Ja, eine Limonade, genau. Schön Monster Energy. Okay, lame. Ich mache jetzt nochmal Sondersensor. Ja. Und dann unten B. Genau. Alter, wie schnell dieses Vieh ist. Nicht, dass das jetzt unten. Okay.
Mehr geht nicht. Mehr geht nicht, das ist gut so. Das ist gut, wie wir es haben. Hyperball? Ja, hau Hyperball raus. Und Flottball ist auch recht fix, ne? Oh, du hast recht. Und Finsterball geht auch. Finsterball? Ja, es ist ja dunkel. Ah, und dann machen wir Finsterball, oder? Zeig mal, geeignet für Einsätze in der Nacht oder an dunklen Orten. Probieren wir es? Ja. Hier steht drauf, wir können Labras fangen. Geht nur heute. Ah, stimmt. Bam! Alter, was ist denn los heute? Wir machen noch Let's Plays am Freitag. Holy shit! Damn, boy! Sag doch. Holy shit! That's Strats, man. Holy shit! Okay, wie heißt es? Taucht es auf, randaliert es. Es ja. Beruhigt sich erst, wenn es alles um sich zerstört hat. Gyros. Gyrosdos. Gadedos. Kiarados. Ja? Gadedos oder Kiarados? Nee, Kiarados nicht. Das passt nicht. Gadedos? Wir schreiben Gregortos. Ian würde eigentlich Ian. Ziemlich gut passen. Ian vom Charakter her, ja. Aber wir hatten Ian, schon Ian. Wir hatten schon Ian. Ede hatten wir auch. Na, Ede hatten wir nicht. Wir hatten Cedric. Gadedos. Gadedos. Hm. Fühle ich nicht den Namen. Was habt ihr noch? Kappados. Kappados finde ich auch gut. Yamastos? Oh. Kappados. Ian 2. Ian 2. Sounds fair. Ja. Eddie finde ich eigentlich gar nicht so. Eddie. Gadedos finde ich gut. Ja? Es ist ein weibliches Garados, aber egal. Xerox. Xerox, it is. Bist du sicher? Nein. Nein, nein. Aber es ist rot, ist witzig. Besser als Xerox. Das passt nicht hin. Das passt nicht. Lasi 3. Lasi 3. So, oh, jetzt, Seemonster, wir müssen uns entscheiden. Komm. Seemonster würde auch ganz gut passen. Ja, wir hatten schon Seemonster. Ja, Seemonster 2. Ja, soll ich Seemonster 2 hinschreiben? Ja, also ich glaube, ich mach's. Seemonster 2 passt eigentlich ganz gut. Oh, gerade so. Wir dürfen nur nicht in den 10er-Bereich kommen. Oh. Okay. Ja, that's geil. It. Ja. Okay. So. Oh, wir haben rote Haut bekommen. Ja, warum regnet es denn noch? Team Rocket. Oh, das ist Siegfried. Alter, was geht denn hier ab? Siegfried ist Trainer. Er ist nicht nur irgendein Trainer, er ist der legendäre Pokémon-Trainer. Holy shit, ich will ein Selfie mit ihm. Ja. Holy shit, wir helfen Siegfried. Kannst du es glauben? Mahagonia. Mhm. Boah. Death das Animation. Auch, das können wir auch, Mann. Sicher? Mit unserem Togepi. Oh, kannst ja gleich hier wieder Dings nach vorne packen. Unser Baby Lucario. Yes. Alter, ey, das lief richtig gut. Ich bin überrascht. Zu gut. Ja. Was für ein Level hat eigentlich so die Pokémon-Liga? Die schreiben schon, wir sind unterlevelt. Habt ihr gesehen, wie wir unterlevelt gegen Jasmin angekommen sind? Gebt euch unterlevelt. Schnitt am Ende des Let's Plays. Ich heule hier am Boden. Okay. Souvenirladen. So, wir müssen erstmal hier das Pokémon tauschen. Ja, genau. Mich ärgert's voll, dass wir so viel in Geno investiert haben, aber am Ende. Ja. Liga ist bei ungefähr 50, wird hier geschrieben. Hyperstrahl! Oh, rote Haut ist gleich EP-Teiler bei Mr. Pokémon. Wo ist Mr. Pokémon? Der ist da am Anfang.
wo wir das Ei auch abgeholt haben. Ach ja, stimmt. Er war Mr. Pokémon. Route 2. Wollen wir einen EP-Teiler holen? Ja, nach dem. Jetzt sofort? Spricht was gegen? Also, spricht was gegen, dass wir einen EP-Teiler überhaupt benutzen? Was? Nee. Ich würde den auf jeden Fall benutzen. Okay. Dann lass ihn doch jetzt holen, weil wir jetzt gegen potenziell starke Trainer kämpfen. Team Rocket. Beans. Sollen wir den jetzt holen? Ja, lass es ganz schnell holen. Na gut. Fliegst hin. Ja, müssen wir nach Neuborg hier. Nee, nicht Neuborg hier. Doch. Nee. Hier ist Neuborg, hier hin müssen wir. Ja, ist doch genau in der Mitte. Ist egal, ob wir hierhin fliegen oder hierhin. Ist er hier? Nee, der ist hier, oder? Nee, er ist hier oben, er ist im Norden. Da ist er. In der Nähe der Dunkelhöhle. Auf dem Weg zur Dunkelhöhle ist er doch. Bist du sicher? Ja. Achso, na gut. Da hast du vielleicht recht. Okay. Das ist er nicht, aber das ist der Typ, den man immer denkt, er wäre Mr. Pokémon. Ja? Ja. Das ist der Typ mit dem Aprikokobaum. Der soll die Schnauze halten. Da ist ein Aprikokobaum. Einmal dran schütteln. Schüttel die scheiß Frucht. Aprikokogrün. Aprikokogrün ist... Litkus Chicken. Ist ein Freundesball. Oh Mann, ey. Erinnerst du dich? Ja, I remember. Das wäre famos gewesen. Ja, komm mal, selbst im Forum schreiben die hier. Dass wir hier gegen Jasmin nicht gewinnen werden oder gegen Garados. Die glauben halt nicht an uns. Das finde ich richtig enttäuschend. Ja. So, hier ist Mr. Pokémon. Ja, da ist Mr. Pokémon. Und nimm dann auch noch hier Aprikoko mit. So, den EP-Teiler muss man jemandem geben? Oder funktioniert das schon wie die neuen Pokémon-Teile? Weiß es gar nicht. In neuen Pokémon-Teilen hast du ja nicht mal einen EP-Teiler, das sind automatisch dabei. Ja. Muss man ihn nur aktivieren. Hä, wo ist der? Wo ist der, ja? Ist nicht mehr ein Schlüssel-Item? Ist mir interessant. Vielleicht ist er hier. Nee, da ist der EP-Teiler. Dass einem Pokémon gegeben werden kann. Das finde ich gut, das finde ich fair. Sollen wir das Gino Plus geben? Gino Plus bekommt ja die Erfahrungspunkte so, weil er vorne ist. Ja, aber dann müssen wir ihn nicht nach vorne. Ja, okay, können wir auch machen. Ja. Dann packen wir jemand anderen nach vorne, den wir auch leveln müssen. Ah, wir haben ihm die Sanftglocke gegeben. Ah, dann gib ihn jemand anderen, gib dem irgendwie Rudy oder. Sanftglocke? Nein, so. EP-Teiler. Na gut. Oder Gunnar. Ja. Ich würde es erstmal ein bisschen Woody geben. Okay. Weil Woody, glaube ich, Woody hat Potenzial. Ja, Woody hat Potenzial, aber hat bisher im Team noch nicht viel geleistet. Naja, das stimmt nicht. Der hat schon das ein oder andere gerissen. Doch. Also ich habe tatsächlich Woody nur dabei, damit er Finale kassieren kann, weil er es nicht kassieren kann. Haben wir hier den Baum schon zerschnitten? Ja. Ja? Dann gehe ich wieder zurück. Ja. Okay. Nee, obwohl doch, hast recht, sorry. Alles klar. Okay. Das ist dieses Shit. Ja. Sanftglocke für Gino haben wir doch schon. Boah. Snoobili Cut. Das sind Alarmanlagen, glaube ich. Ja, jetzt oben rum. Aber wir können ja alle Trainer einfach kloppen. Ja. Team Rocket Beans.
Dieser Lahm. Was kann Gino überhaupt? Kraftwelle und Gegenschlag. Oh, Offenlegung. Was ist denn Offenlegung? Was macht denn Gegenschlag? Kannst du das mal checken? War es nicht so, dass er als zweites angreift und wenn er vorher was kassiert hat, macht er noch mehr Schaden? Das war Gegenschlag. Kein Problem. Okay. Nochmal Gegenschlag. Er greift als zweites an, aber... Ach. Ist eine langsamere Attacke halt. Was? Wow. Okay. Wow. Wow. Hat eine Attacke mehr Schaden gemacht, ne? Bam. Hm. Nicht sehr effektiv, aber... wenig Erfahrungspunkte. Ja, weil wir sie teilen. Ja, nicht nur das, weil es auch ein Bieser Samba. Es kommt, gib Radikal ein besseres Futtern. Soll Radikal mal ein bisschen Donner. Donner hat halt keine so gute Genauigkeit. Macht nichts. Wir müssten Radikal auch Regen Tanz beibringen. Regentanz beibringen. Du willst Radikal Regentanz beibringen? Ja, es wird perfekt. Es kann nur noch eine weitere Attacke lernen, weil es zwei VMs hat. Ja, Zerschneider können wir verlernen lassen. Siehst du, Genauigkeit ist nicht geil. Das wird uns noch echt Probleme bereiten. Sah gut aus. 70% ist okay. Okay, dann erstmal heilen und gib ihm einen Trank oder so, ne? Macht EP-Teile. Oh. Zwei? What the fuck? Oh boy. Vielleicht bringt dir Peter ja doch nicht so viel. What the fuck? Oh Mann. Scheiße. So, wollen wir Budi? Ja, lass Budi mal ein bisschen. Gib ihm mal einen Sparringspartner. Okay. Spukball. Ja. Ja, stimmt. Team Rocket. Prepare for trouble, make it double. Makes sense. Das ist ein Unlicht. So. Gesundheit. Entschuldigung. Entschuldigung. Gesundheit. Danke. Impagator? Ja. Weil Unlichtattacken haben, ne? Unlicht ist effektiv gegen Unlicht. It is known. Hat Budi nicht auch eine Unlichtattacke? Budi hat nur Geisterattacken. Und Geisterattacken sind nur effektiv gegen Psycho. Okay. Ich sehe. Und, oh, Geister sind Geist und Psycho. Das ist nicht sehr effektiv. Hä? Ich dachte, das haben wir mit Geist wahrscheinlich verwechselt. Ist Unlicht? Dann facht ein Wirbelwind. Ah. Ja, komm, dann gebe ich ihr eine Dunkelklaue. Unlicht ist erfolgreich. What? Ist gut gegen Geist. Unlicht ist gut gegen Psycho. Unlicht selber ist schwach gegen. Oh, Kampf ist stark gegen Unlicht. Und Käfer ist stark gegen Unlicht. Wir müssen auch mal Dracarys ein bisschen trainieren, damit er sich auch weiterentwickelt. Ja. Wer ist als nächstes dran? Kindwurm. Ist auch ein Drache. Eigentlich so müsste Okudil drin bleiben. Lass Okudil drin. Aber die Level sind hier nicht so hoch. Ja. Also ist eigentlich ganz gut, dass wir mal hier so durchrotieren. Ja, hast recht. Schnipp, schnapp, Kopf ab. So, kommt jetzt der nächste, solange ich nicht den geheimen Schalter. Kommt noch einer? Okay. Mal heilen. Erstmal heilen. Okay. Haben wir noch einen Minitrank oder so? Ja, sonst ein Supertrank. Nee, wir haben nur noch Supertränke. Gibt Supertränke, ja. Hm.
Kann man hier auch Pokémon fangen? Nee. Okay. Ich würde einfach alle Snubilika-Statuen triggern, damit wir einfach gegen die Leute kämpfen und leveln können. Ja, willst du das machen? Ja, hier ist ein Pokémon versteckt, wurde gesagt. Evil Muffin. Fulipurba? Oh. Oh, das ist schon stärker. Schon wieder ein Pflanzen-Pokémon, das ist ja nicht effektiv. Was ist denn Offenlegung? Ich mach's jetzt einfach. Okay, das ist schon mal sehr dumm. Das ist keine aktive Attacke. Offenlegung. Ich probier's mal trotzdem mit Kraftwelle. Geht besser. Soll ich auswechseln oder weitermachen? Oh, mach einfach weiter. Von Kraftwelle haben wir auch nicht mehr so viel AP. Krass. Na gut, dann ja, wechsel einfach raus. Lass auswechseln. Muss ich auch mit den anderen leveln. Mit dem weiter. Ja, ich glaube, das ist kurz vor 33, ne? Ich glaube, aber der entwickelt sich ja erst mit 36. Mhm. Okay. Ja. So. Offenlegung bricht Schildattacken. Ah, okay, danke. Alter, Budi bekommt richtig viele Erfahrungspunkte. Ja, ist auch gut so. Budi ein bisschen stärker. Stunk-Tank. Was ist das nochmal? Ist das dieses... Stunk-Tank? Klingt wie ein Stinktier. Ja. Mach weiter. Kampf-Pokémon wäre gut gewesen. Das ist doch Normal-Pokémon. Ich will, dass er sich, dass er Level bekommt. Wollen wir wirklich jetzt schon den EP-Teiler nutzen? Ich würde den auch erstmal rausnehmen. Okay. Alter, wie viele Erfahrungspunkte Budi bekommt? Elekid. Mach weiter. Ja. Haben wir was überhaupt gegen Donner-Pokémon? Wir hatten mal einen Mogelbaum gehabt. Nicht direkt. Ja. Lingshimon. Hier braucht man eine starke Spezialfeuerattacke. Wie Feuersturm, ne? Ja, Feuersturm ist schon wieder ein bisschen zu doll. Okay. Nimm mal den EP-Teiler raus. Ja. Bin ich auch für. Megablock. So, du meinst, dass wir jetzt hier alle Snubilikat-Statuen machen? Ja, damit wir einfach gut gegen Gegner kämpfen können. Also ein bisschen grinden und aufleveln. Na gut. Willst du nicht? Ja, doch. Flammenwurf lernt es erst. Boah. Wann? Flammenwurf mit 48 und. Nach Flammensturm? Ja. Ah, ne, ist Generation 7 steht hier. Gibt's Generation 4. Okay. Bisasam. Okay, Kraftwelle haben wir schon fast auch aufgebraucht. Mal schauen, was für TMs wir noch haben. Hör doch auf, Kraftwelle zu benutzen. Naja, wir haben sonst nichts anderes. Ja, wechsel es doch einfach aus. Nee, aber dann werden die EPs wieder so verteilt. Oh. Beutel. Wird ab ins Forum, es gibt neue Memes. Ich liebe Memes. Alter, es geht. Es geht! Bruder muss los, muss ins Forum. Nee, Evoli seiner Box vergammeln. Dude! Diese dummen Bisasams.
Shigi, komm, lass Ratti können wir was futtern. Ja, hier wird es viele Bisasams und Shigis geben. Aber sind die nicht gerandomized? Warum kriegen wir die? Ja, die werden halt einmal gerandomized. Also jedes Zubat, das du hier zum Beispiel hast, wird halt einem anderen Pokémon zugeteilt und dann bleibt es halt so. Ach, scheiße, ey, Donner ist keine verlässliche Strategie. Nee. Das ist, Donner ist halt so die typische Anime-Attacke, die du im letzten Moment einsetzt und hoffst, dass sie funktioniert. Gunnar verliert auch so ein bisschen den Anschluss. Oh, es sind immer zwei. Mhm. Make it double. Oh, es ist sogar vergiftet. Sollen wir es durchziehen? Oh. Nee. Ich geb sonst alles Rockaris. Ich will, dass er sich mindestens einmal entwickelt, damit wir so einen safen Tank haben. Okay. Wenn du Einwände hast, sag Bescheid. Nö. Nee. Ich überlege gerade, ob man eventuell Gunnar ersetzen kann. Ja, ich tendiere gerade so ein bisschen zu Donphan. Ja. Oh ne. Ja. Wir können ja mal gleich gucken, was wir alles in der Box haben. Also wir haben echt viel. Wir haben auch Tauboss. Tauboss. Schröggi. Ja, Schröggi brauchen wir nicht nochmal. Ja, das stimmt. Wir brauchen irgendein Donner-Pokémon. Kindwurm, komm, ich zieh's durch. Das ist ein Wurm. Verbrenn das Ding. Okay, das ist das Ding. Das wird ein richtig heftiges Pokémon. Ja. Das wird so ein brutaler Lander. Das ist, glaube ich, nicht effektiv. Okay. Aber es reicht. Fangt erst ein Pokémon. Links neben dem ATM ist ein Pokémon. Shit. Ja. Als ich das zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich erstmal, mein Spiel hätte Probleme. Ja, das dachte ich auch. Das hatte ich, glaube ich, bei der gelben Edition. Bei mir war es gleich in der roten Edition. Ich da so, bin gerade aus der Mondhöhle raus und habe dann die ganze Zeit das gehabt. Und ich dachte so, was ist da los? Hab mein Gameboy neu gestartet, hat da immer noch. Und ich wusste nicht, was los war. Bis ich dann im Pokémon Center war. Auch lustige und sehr peinliche Geschichte. Ich habe zum 8. Geburtstag habe ich den Pikachu Tamagotchi bekommen. Ah, den Walker, ne? Genau. Ja. Und der war auf Englisch. Hm. Und da hattest du... Du bist ja rumgelaufen und mit dem Laufen hast du ja so Elektrizität hast du halt gesammelt. Mhm. Und das konntest du Pikachu schenken. Ja. Aber das war halt komplett auf Englisch und Geschenk war übersetzt Gift. Und ich habe gedacht, fuck, ich will nicht mein Pikachu vergiften. Ich will nicht mein Pikachu vergiften. Oh, ja. Und einmal, und dann, passiert? Und dann hat irgendwann mein Bruder hat das sich so genommen und hat Pikachu alle meine Elektrizität gegeben. Mhm. Ich habe, glaube ich, eine Woche nicht mit ihm gesprochen. War richtig sauer. Ohne Scheiß. Das Pikachu war mir wirklich wichtig. Ah, ist das witzig. Dracarys vorne und Gino mit EP-Teiler. Wird hier geschrieben. Ja. Das ist smart. Das finde ich gut. Ja, das ist viel wirtschaftlicher, glaube ich. Ja. Oh, der macht 100 pro jetzt. Ah. Na, noch ein Bodycheck. Oh Gott. Ah, come on! Ey, scheiß Giftfuder! Ich wusste überhaupt nicht, dass wir zu überlevelt sind. Hier. Ich dachte tatsächlich, die wären hier stärker. Ja, der Chat macht halt auch so mega
Panik stellenweise. Ja, ihr seid unterlevelt und dadurch lassen wir uns halt komplett aus der Ruhe bringen, wird. Ja. Wir müssen ein bisschen entspannter werden. Ja, komm, dann wechseln wir das. Geben wir mal Gunnar wieder ein bisschen was. Die Frage ist, wollen wir uns Labras holen? Es macht gar keinen Sinn, dass wir uns Labras holen. Wo Labras ist. Wir haben halt mega, mega gutes Wasser-Pokémon. Und wir hätten noch Garados. Und wir haben auch noch Tank. Wir haben auch noch Garados. Wir haben noch einen Austoss. Aber ein Austoss ist jetzt nicht vergleichsweise. Ja, sorry, aber Labras. Das holen wir uns, wenn wir halt wirklich so ein Wipe bekommen. Ich vergesse immer, dass die im Doppelpunk kommen. Das ist ein bisschen nervig. Ach so, Labras ist in dieser Dunkelhöhle. Kesselberg. Nee. Oder? Der ist in der allerersten Höhle. Ah. Ach, shit. Was steht eigentlich als nächstes an? Dann der 7. Arena-Leiter. Norbert. Ob das was wird? Theoretisch hat er Eis-Pokémon. Ja, theoretisch. Oh. Theoretisch ist hier vieles. Absol, ich würde weitermachen. Ja. Alles klar. Was? Ah, shit. Ruckzuck, Kip. Oh, ja, sogar noch schneller. Ja, wir sind paralysiert. Ja. Also. Garados zählt als eines der stärksten Pokémon. Ja? Mhm. Haben das deine Recherchen gerade ergeben? Ja, die Recherchen im Forum. Garados ist Platz 10. Togekiss ist auf Platz 8. Echt? Das wundert mich auch gerade sehr, aber wenn es so ist. Okay. Okay, jetzt tauschen wir bitte aus. Ja. Und gibt Gino den EP-Teiler, auch egal, wenn er dadurch jetzt seinen Sandflock nicht mehr bei sich hat. Ja, erstmal, kann sie auch mal erstmal heilen. Erstmal ein Gegengift. Okay, dann nehme ich ihm jetzt die Sanftglocke weg. Genau, und gib's ihm den EP-Teiler. Yes. Oh. So, dann muss ich Dracarys ein bisschen auf Vordermann bringen. Wir haben nur noch 4 Supertränke. Das ist okay, wir haben noch genug Limonade. Wortwörtlich. Okay. Was uns gut tut, tut unserem Pokémon auch gut. Oh, wir haben einen Nugget gefunden. Ein Nugget! 5K! Ka-ching. Oh, wir haben noch Lamus, ne? Alter, ja, stimmt. Freaking Lamus. Oh, Tornupto dann noch Donnerschlag und Erdbeben beibringen. Mach mal kurz den Kampf hier. Ich will mal kurz recherchieren, wie es genau weitergeht. Oh, Gino Plus. 25. Shigi. Lass Budi mal was machen, ne?
Ja, okay, zu Recht wird hier im Chat geschrieben, dass Gino Plus keine Freundschaftspunkte bekommt. Aber wir kümmern uns erstmal um das Level, dass es schon mal auf 30 kommt, und dann kümmern wir uns um die Freundschaft. Yes. Erst das Level, dann die Freundschaft. Okay, es geht nach Norbert. Geht es eigentlich schon Richtung letzten Arenaleiter? Okay. Oh, der letzte Arenaleiter. Sandra. Sandra, ja. Die Drachentante. Ich glaube, in Ebenholz City ist das. Ja. Und dann sind wir schon in der Pokéliga. Top 4, ne? Beziehungsweise Top 5. Das ist krass. Das ging jetzt echt deutlich schneller als gedacht. Ja. Aber dabei, ich habe das Gefühl, wir sind mega schwach noch. Naja, es fehlt noch was, ne? In Dukatia City, das mit dem Radioturm noch. Da kommt der Team Rocket. Kommt das nicht danach? Boah, ich glaube, das kommt vor Ebenholz City. Ich glaube, es kommt danach. Oder? Auch mal ein bisschen was abgeben. Ich weiß es gerade nicht. Hm. Und wir haben noch die Legendaries. Ha. Stimmt. Stimmt. Lugia haben wir auch noch. Mhm. Haben wir nicht sogar noch Mewtwo? In der Kanto-Region. Kanto-Region. Da machen wir uns später Sorgen. Wie geht's eigentlich weiter, wenn wir die Pokéliga geschafft haben? Was passiert dann? Straight to Kanto. Straight to Kanto, also machen wir direkt weiter? Nein, ich würde erstmal Pause machen, ne? Erstmal, wie hast du gemacht? Ich hab mich zurückgeportet. Es tut mir leid. Oh, guck mal, hier geht's noch weiter. Nee, wir machen erstmal Pause, würde ich sagen. Erstmal Pause. Was, wie lange geht die Pause? Weiß ich nicht. Bis ich wieder alle 8 Arena-Leiter aufgenommen habe. Was meinst du damit? Die Kanto-Arena-Leiter. Ich hab gedacht, die. Also, bis sie mir neue Videos schicken, meine ich. Die Arena-Leiter. Wir müssen erstmal von uns wissen. Ich muss erstmal unser Bewerbungsvideo nach Kanto schicken. Wo sie wissen, oh, Videos kommt. Immerhin gibt's noch Cedric, der besiegt werden muss. Cedric, los, mal. Shigeo. Wechseln. Meinst du, wir schaffen jemals Cedric zu besiegen? Ja, ich glaube, Cedric hat sich so ein bisschen zur Ruhe gesetzt. Ja? In dieser ganzen Pokémon-Geschichte. Alter, wir dürfen uns niemals auf dieses Donner verlassen. Niemals. Das ist auch nicht 70%, Alter. Alter, das hilft nichts. Das muss raus. Donner muss weg. Donner ist wirklich lächerlich. Das ist keine gute Attacke. Das war der letzte, ne? Ja. Lugia ist ein defensives Monstrum, wurde geschrieben. Ja, mit Regen 100%, aber wir können ihm jetzt nicht Regentanz beibringen. Ich habe versagt. Yes. Ein nettes Pflanzen- oder Elektro-Pokémon. Das wäre gut, oder? Ja, Pflanze wäre auch geil. So ein schönes Bisaflor. Das sind halt auch immer dieselben Pokémon, ne? Ja, das Team Rocket. Fängt es an, nervig zu werden. Komm, ich mal Flammrad. Alles mit Flammrad weg hier. Mach das Shigi auch mit Flammrad weg. Jetzt wirst du überheblich. Nein. Bin ich überheblich. Ich weiß, was passiert. Ich sehe die Zukunft voraus. Das Shigi geht drauf.
Ja, der Chat schreibt auch schon, Gunnar muss raus. Ja, wir müssen ja sterben. Gunnar verliert den Anschluss. Ja, zur Versetzung hat es leider nicht gereicht, ne? Okay. Gunnar for life für den Okay, hier ist dann wohl der nächste. Ja. Was? Bitte was? Alter, wir? Mobile? Das ist doch hier die Vorentwicklung von Lingxi 2. Ja. Das kann doch nicht sein. Ich dachte, zu Perze wäre hier die Vorentwicklung von Lingxi 2. Nein. Da hast du wieder so Fake News bekommen. Ich habe keine Fake News bekommen. Professor Eich lügt nicht. Diese Radioshow, da traue ich nicht. Ich weiß nicht. Ich finde Professor Eich weiß verdammt viel und das gleiche gilt auch für seinen Kollegen Professor Lind. Das sind kompetente Männer. Entoron, Bruder muss los. Nimm doch hier Impagator, Ukodil. Wieso? Ist doch ein Psycho. Ist Entoron überhaupt Psycho? Entoron ist Wasser-Pokémon, ne? Psycho. Ist Wasser-Psycho? Soll ich Budi nehmen? Nee. Oder doch. Psycho, so, Geisterattacken sind noch gut gegen Psycho. Ist das so? Bist du sicher? Schwör. Ist ein Entoron ist kein Psycho-Pokémon. Bist du dir sicher? Ich muss mal gucken, was Entoron ist. Entoron ist nur Wasser, aber kein Psycho-Attacken. Okay. Toll. Reicht vollkommen aus. Mann, die Pokémon-Serie bringt einem auch Mist bei. Da denkt man immer, Entoron wäre ein Psycho-Pokémon. Gegenstoß. Das ist... Wen? Erstmal gucken, was das ist. Unlicht. Physisch. 50. Kann Anwender diese Attacke nach einer Attacke eines gegnerischen Pokémon ausüben, wird die Kraft verdoppelt. Also wenn es vorher kassiert hat, ne? Ist das nicht genau das, was wir... Mit dem Kampf... Nehmen wir es oder nehmen wir es nicht? Ich würde eher Nein sagen. Was haben wir denn... Oh. Was haben wir denn für Attacken, die verlernt werden können? Zeig mal. Finsterfaust, Konfusstrahl, Nachtnebel, oder? Ist Nachtnebel strong? Konfusstrahl, benutzen wir das? Habe ich noch nie benutzt. Das könnte uns aber schon helfen. Ja. Komm, wir lassen es drin, wir machen Nachtnebel weg. Okay, wir haben ja schon so viele Attacken, die schaffen. Ja, Finsterfaust ist halt auch physisch. Aber hier steht, Gegenstoß braucht kein Mensch. Okay, dann raus. Nachtnebel ist genau wie Geowurf. Gegenstoß nicht lernen. Ist eine Unlichtattacke. Egal, mach weg. Brauchen wir nicht. Okay, wir bringen Budi andere Sachen bei. Oh shit. Oh shit. Ja? Zum Glück ist mein Produzent ein Arzt, denn ich bin so sick. Du weißt. Ich weiß. Ich weiß. Du lässt es drauf ankommen? Ich lass es drauf ankommen. Level 16. Damn boy. Du lebst echt in der Danger Zone, ne? Ich bin die Danger Zone. Oh! Screw! Lampi. Was Elektro, ne? Ja, ich lass es drin. Ja, lass drin. Bestraftes Pokémon. Also das, was kommt. Spukball. Ja, Spukball ist geil. Spukball ist ein Evergreen. Geil. So, was okay, wo ist denn der ATM-Automat? Oh, wir können das Pokémon fangen. Lol, du hast recht. Wechsel sofort zu Dings. Wenn du es fangen möchtest. Zu Apollo. Ich will es nicht fangen. Du willst einfach nur besiegen.
Aber das ist ein Elektro-Pokémon. Ja. Ja. Ja, dann sollten wir gegen das Ding kämpfen. Aber wir sollten nicht Gena einsetzen. Wir müssen es fangen. Es geht nicht anders. Wir können nicht nochmal. Nuzlocke. Es ist eine Region. Wir dürfen das nächste Voltoball nicht fangen. Es muss dieses Pokémon sein. Ja. Okay. Nachtnebel macht nicht so viel Damage. Aber Finster. Ja gut, der Nachtnebel. Jesus. Okay, ich wäre vorbei. Konfusstrahl. Und hoffen, dass er dann sich selbst damit Schaden macht. Soll ich jetzt einfach schon? Okay, kannst du so. Ist es ein schnelles Pokémon? Ich glaube nicht. Ich benutze einfach. Haben wir keine Superbälle? Doch. Soll ich einen Superball benutzen? Probier's aus. Und B. Jack. Das geht hier einfach viel zu einfach. Ja, wir gehen hier. Das gefällt mir überhaupt nicht. Das geht runter. Ja, wie nennen wir unser Voltoball? Wer sieht Ball wie ein Ball aus? Bei uns. Wer sieht aus wie ein Ball? Wer sieht aus? Eigentlich ist das so ein typischer Gregor. Das ist ein Gregor, wer seinen Kopf wie ein Ball aussieht oder wie, du bist ja einer. Boomball. Hannes! Hannes! Das ist Hannes! Hannes. Das ist perfekt! Ja, Hannes. Die machen wir auch nicht. Die machen auch so bulky. Komm, wir nehmen Hannes. Hannes ist gut. Ist nie lustig. Hannes ist cool. Oh. Ja, King Hannes passt leider nicht. King H könnten wir machen. Voltoband. Okay, dann dürfen wir nicht auf die Gelben oder was? Ist doch egal. Wir vernichten jetzt alle. Und ich glaube, jetzt ohne wirklich falsch liegen zu wollen. Es ist ein Stahl-Pokémon. Voltoball? Ja. Volto oder Elektroball ist ein Stahl-Pokémon. Nein, Mann. Das ist ein Elektro-Pokémon. Was ist das mit Absicht? Nein. Oder? Dann ist ein Elektroball. Ist irgendeins von. Nein, Mann. Was, Elektroball? Scheiße, du weißt ja gar nichts. Ist doch kein Stahlbo. Dann waren es nur die Magnetilos und Magneton. Wow, what the fuck? Die Stahl waren. Magnetilo, Magneton. Wollte der Dude in der Safari-Zone keinen Kleinstein? Ja. Ist scheiß drauf. Aber was wollte er uns dafür geben? Seine Seele? Also nicht fangen? Wir dürfen es nicht fangen. Naja, wir könnten es fangen, aber nur für das Item oder so. Ach. Es ist ja questbezogen, es ist ja nicht für unser Team. Hast du gerade ein Flammenrad eingesetzt? Scheiß drauf. Komm. Wir spielen hier keinen Kindergarten. Intensität 9, okay. Alles im Griff. Jetzt. Ich könnte auch einfach mal Flammenglut einsetzen. Oder Sternschauer. Ja, es verbrennt es. Jetzt verbrennt es. Ja, ist ja nicht schlimm. Er ist tot. Ja, ist ja nicht schlimm. Okay. So, Freunde. Wir sind jetzt hier in der Team Rockets Geheimbasis. Wir werden jetzt noch eine halbe Stunde dran packen. Eigentlich ist jetzt schon Schluss. Mhm. Aber wir sind jetzt in einer Position, wo wir sagen können, okay, wir sind ganz gut mit dabei. Die Regie hat Bock, wir haben Bock. Dann lass uns noch eine halbe Stunde machen. Und dann sind wir gleich wieder zurück mit Pokémon Nuzlocke. Und dann verabschieden wir euch in den wohlverdienten, schönen Freitagabend. Bis gleich. Welche Bohne bin ich? Nuzlocke, Nuzlocke, Nuzlocke. Wir spielen Pokémon Nuzlocke. Nuzlocke, Nuzlocke. Wir spielen Pokémon Nuzlocke. Hey, hey, wir spielen Pokémon. Wir spielen Pokémon Nuzlocke in der letzten halben Stunde. In der letzten halben Stunde des heutigen Live-Abends auf jeden Fall. Ich glaube, wir schaffen also das Team Rocket-Quartier schaffen wir gerade ohne Probleme.
Das wird ja ein großes Problem sein. So, Roy. Der gute Sigi. Ziemlich angeschlagen. Ja, sehr gut. Stark. Ich weiß nicht, ob wir das in der nächsten halben Stunde schaffen, alles. Oh. Ja, die Base ist doch schon ein bisschen größer als erwartet. Ja, den können wir da noch machen. Willst du den machen? Ja. Alle mitnehmen. Es gibt alle. Ah, da oben sind diese ganzen Voltoballs. Alle Gegner, die du siehst, sind einfach nur Erfahrungspunkte. Bam, 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 bam. Oh! Das ist das Eichhörnchen, was ich dir zu dir gesagt habe, dass es das gibt. Es gab schon ein Eichhörnchen, ich sehe schon. Sehr gut. Jetzt wird's ein bisschen exotischer hier. Nehmen wir die ganze Zeit Bisasam und Shiggies. Relaxo? Relaxo? Ja, lass es verprügeln. Verprügel es. Was? Mit verprügeln meinte ich eigentlich, dass wir unser Baby-Lucario reinpacken. Kampf-Pokémon. Nein, nein. Ich verbrenn's. Es muss Fett verbrennen. Mmh, riecht bestimmt gut. Auch Trommel. Oh oh. Nein. Das gibt viele Erfahrungspunkte, glaube ich. Ja. Das geht. Ein Dammhirplex wäre nicht schlecht. Das gibt viele Erfahrungspunkte. Oder ein Scharnierer. Da können wir nicht hin. Da müssen wir die Türen erstmal öffnen. Es geht noch weiter runter. Passwortgeschütz. 1, 2, 3, 4. Oder ist es Quertz? Oh, jetzt sind schön Spiegelei. Es. Genofluss levelt gut, aber ich glaube, irgendjemand hatte vorhin im Chat geschrieben, es entwickelt sich abends nicht. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Oh, wirklich? Ich check das mal. Lambda heißt er. Lambda? Der Chef? Der Team Rocket Chef. Der Vorsitzende. Ja, steht da sogar. Es entwickelt sich durch Freundschaft weiter, wenn gerade Tag ist. Okay. Ja gut, dann ist es ja nicht schlimm. Es ist nur aufleveln. Übernahme. Es geht hier ab, ey. Oh. Oh, ein Wissenschaftler. Der hat früher für Sylph gearbeitet. Sylph Scope. Ah, endlich mal was zum Verbrennen. Was ist denn die nächste Attacke, die Dracarys lernt? Boomadame. Das ist, glaube ich, dieses Käfer-Ding. Oder Pflanze. Ich habe meine neue Seite ausprobiert, Pokédexia. Ist Bisa-Fans nicht mehr gut genug? Naja, ich dachte, Ultrigaria, Dings da, was uns Gregor empfohlen hat, wäre auch nicht schlecht. Ultrigaria Fanatics? Ja. Das Problem ist, Bisa-Fans zeigt nur die siebte Generation an. What the hell? Zweite Generation. Oh.
Okay, ich bin mal kurz übergelaufen zu Pokischmiki. Das kannst du nicht laut sagen. Das heißt doch nicht, ist das Pokischmiki? Schmuckischmiki. Die nächste Attacke ist Sternschauer, haben wir schon? Ja. Flammensturm, Level 35. Flammensturm? Ja. 35? Ja. Cool. Schaden 80 und Genauigkeit 100%. Sehr, sehr gut. Punita. Ja, Bisa Fans for Life. Bisa Fans for Life. Okay. Wir sind gut dabei. Wir sind zu gut dabei. Neues. So, Frage ist, Flammenrad oder Glut? So. Flammenrad ist halt physisch. Ja, ein Flammenrad, ein Flammen... Ja, mach Glut weg. Sicher? Ja, Flammensturm ist doch halt eine stärkere Attacke als jetzt Glut, oder? Ja. Hat nur 15, aber Glut macht halt nicht so viel Damage. Glut hat, glaube ich... Dann mach ich Glut weg. Ja. Glut hat eine Stärke von 40. Na gut. Ja, Chat bestätigt das auch. Glut weg. Okay. Glut ist Spezialattacke. Den Flammen denkst du auch. Physische. Gluten und Leveln. That's good. It's funny. Ja. So. Bluten und Leveln, das muss drin sein in einem Game. Bam, 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 bam. Aha. Haben wir dann beide Passwörter oder nur einen? Nee, wir brauchen zwei. Achso, wir hatten noch keinen. Sandan. Verbrenn es. So, können wir gleich mal fangen. Verglas es. Explodiert das einfach. Hä? Ja, die Animation finde ich ein bisschen lame. Komm, wir schaffen aber heute noch die Entwicklung, oder? Ja. Yeah. Oh, das wird schwierig. Glaubst du? Tornupto? Guck mal, wie viele Erfahrungspunkte wir gerade eben bekommen. Wir haben noch 20 Minuten, Mann. Okay. Next Spezial. Proteine, Proteine, Proteine. Uns das andere Passwort? Denen ist es egal, ob bei deren Experimente Pokémon zu Schaden kommen. Ja. Was für Arschlöcher. Alle verbrennen. Das könnten wir gebrauchen. Ja, das wäre das perfekte Pokémon. Ja. Proteine für Gino Plus. Ich finde es so schön. Das neue Pokémon ist heute erschienen, aber unsere Community möchte, dass wir Pokémon Soul Silver spielen. Das spricht für unsere Community. Ja, eigentlich schon. Aber am Wochenende werde ich auch Schwert und Schild spielen. Dido. Ich will unbedingt deine Fashion Show sehen. Du musst mir alle Fotos schicken von deinem Charakter. Ey, meiner wird richtig fly den Style regieren. Ja. Ich sag's dir. Ey, ich sag dir, meiner wird richtig fly aussehen. Oh. Als hättest du es gewusst. Das war mir hier nicht ganz koscher. Mhm. Gunnar raus und Voltoball rein. Das ja, ist nicht verkehrt. Mal schauen, was für Attacken dieses Voltoball hat. Ja, dann müssen wir Gunnar dann ab und zu mal reinholen, damit wir hier Zerschneider und Stärke haben, ne? Ja, aber das sollte kein Problem sein. Das sollte kein Problem sein. Siana. Du willst unbedingt das Akani-Shirt haben, ne? Ja, yeah, Mann. Ey, das Akani-Shirt hat's mir richtig angetan. Shut up and take my money. Genau. Wer sich das noch ansehen möchte, wir haben heute Mittag Schwert und Schild für eine Stunde
War es eine Stunde? Fast zwei Stunden, glaube ich. Fast zwei Stunden der Nuzlocke-Challenge gespielt. Ja. Das gibt's dann auch später. Müsste eigentlich schon bald hochgeladen sein. Im Pokémon Let's Play-Kanal. Rocket Beans Let's Play-Kanal. Mhm. So. Aber das könnt ihr euch nach der Sendung hier anschauen. Budi. Krogei. Was willst du machen? Auswechseln, weil er ein Wasser-Pokémon jetzt reinholt. Aber wen? Mach Budi. Ja. Budi braucht Levels. 30.000 Tacken, genau. Das sind 30.000 Tacken, nicht viel. Würde er machen. Alter, ich würde das sofort bezahlen. Spukball. Hadouken. Gunnar wird übergangen. Nein, Gunnar wird nicht übergangen. Schlurpleck, was ist das nochmal? Ist das die Weiterentwicklung von Schlurp? Das werden wir jetzt gleich. Lass mal Gino ein paar Sachen, Leute verprügeln. Oder nee, du willst Dracarys leveln, ne? Ja. Dann mach Dracarys. Komm, ich will den einfach auf die nächste Stufe und dann lassen wir ihn erstmal in Ruhe. Okay. Ja. Alter. Ey, das sieht ein bisschen cool aus. Das hat halt so eine Greaser-Locke. Yeah. Was ist das? Der Sohn von Giovanni ist auch noch hier, oder? Oh oh. Der rothaarige Junge? Ja, Wirt. Dann wird's ja vielleicht doch noch spannend heute. Also, wenn er so stark ist wie die Rocket Dudes, mal schauen. Was hast du denn hier schon wieder verloren? Du musst ja wirklich mächtig auf diesen... Edward Seal. Vielmehr interessiert mich dieser Drachenprofi. Mein Pokémon war kein Gegner für ihn. Die Niederlage an sich ist mir Schnuppe. Wenn ich erstmal ein paar stärkere Pokémon verliere, ich bestimmt nicht gegen ihn. Was mich wurmt, ist, was er zu mir gesagt hat. Er sagte, dass ich meine Pokémon nicht ausreichend liebe und ihnen nicht vertraue. Was ein lauwarmes Gewäsch. Ich könnte mich in den Hintern beißen, dass ich gegen eine solche Memme verloren habe. Und für einen Kampf gegen dich habe ich sowieso keine Zeit. What? Okay. Ja. Ja, okay. Dann doch nicht. Aber solche Rivalen brauchen wir wieder. Ja, Mann. Ohne Scheiß. Solche richtigen Scumbags. Richtige Kinder. Das sind Huvians. Wir haben schon beide Passwörter. Was war das? Wer ruft an? Hä? Geran? Geran! Hallo, ich bin's, die Annette. Und wenn du mich anrufst, dann kann ich dir zeigen, wie du auch Aquaquare machen kannst. Ganz ohne Shigi. Call me, bitte. Oh. Kennst du das, wenn du auf Instagram Leute hast aus alten Zeiten so, aus deiner Schulzeit und so? Das sind die unangenehmsten. Auf Instagram habe ich nämlich ein paar Leute von meiner alten Schulzeit und auf Instagram teile ich nichts von diesem Let's Play, weil ich Angst habe, dass sie genau sowas sehen. Ja? Ja. Ah, deswegen teilst du nichts auf Instagram. Nein. Interessant. Ja, bei mir ist es auf Facebook. Ich dachte, nichts auf Facebook. Na gut, vielen Dank Annette für den Anruf. Vielleicht rufen wir zurück, aber vielleicht auch nicht. Ja, wenn du denkst, es geht nicht mehr, komm von weit Annette her. Ich bin Giovanni? Das ist nicht Giovanni. Wir wussten es doch. Lang lebe Giovanni. Die wissen halt nicht, wann Schluss ist zu Team Rocket. Puh, das Passwort nehme ich nicht mit meiner Stimme, also beruhig dich. Hast mit deinem Handy aufgenommen, ne? Ich werd's versuchen. Wir schlagen ihn. Lambda. Ach komm, der wird 22.
ja, wir hätten trotzdem mal vorher heilen können. Das war schon ein bisschen überheblich von uns. Ja, schon ballsy hier mit dem Feuer-Pokémon gegen ein Wasser-Pokémon. Okay, ist zum Glück nicht so stark. Trotzdem sehr ballsy. Ich will was spüren, Wirt. Ich will wissen, dass ich am Leben bin. Ich möchte spüren, dass ich lebe. Kratz mich. Beiß mich. Noch ein Wasser-Pokémon. Okay, jetzt ist aber auch gut. Oh, diese dumme Doppelelement-Scheiße. Hä? Wieso Doppelelement? Das ist Wasserboden. Kampf-Pokémon, verprügeln wir es. Ach Mann, warum mache ich denn immer Fluch? Siehst du, und deswegen habe ich aus Versehen Schild. Ja, jetzt kommen hier die alten Kamellen wieder. Mach Stärke. Shoryuken. Ey, Gunnar hat's aber auch noch drauf. Ja, Gunnar hat's. Ja. Gunnar schicken wir, glaube ich, noch nicht in Rente, oder? Ich weiß nicht. So ein Voltoball. Ja, Voltoball ist schon echt gut. Wir brauchen einen Voltoball. Wir brauchen einen. Also, ey, ist nichts gegen dich, Gunnar, aber. Wir brauchen Voltoball. Wir brauchen Hannes. Raupi? Na gut. Ah, soll Gunnar ihn aufessen? Oh, Rocket-Vorstand hat einen Raupi im Team. Ey, wenn wir hier fertig sind, gehen wir direkt zum Arena-Leiter, ne? Kein gegrindet nix, wir gehen straight weiter. Aber Pokémon Center zumindest. Ja, natürlich. Wir sind ja nicht verrückt. Wir sind ja nicht verrückt, ja. Nee, ich glaube, wir sind hier noch nicht durch. Wir sind noch nicht durch die Doppeltür gegangen. Ich meine, wenn wir erstmal durch sind. Okay. Dann wird sofort weitergemacht. Ich will noch in diesem Jahr, will ich hier Poké-Champ werden. In Johto. Ja. Vergib mir, Giovanni. Verbeugung des wilden Tigers. Vor 3 Jahren. Shit, das heißt Cedrix mittlerweile 13. Ein Kramux. Ah, es folgt ihm. Lang lebe Giovanni! Ah, ihn nehmen wir mit. Okay, wir müssen ihn suchen. So, wollen wir mal ganz kurz hier den Heilwert machen? Ja. Was können wir da machen? Ja. Dead good, dead good. Die andere Treppe hoch, das habe ich gesehen. Ich wollte nur ganz kurz. Oh, da sind noch die Elektrobälle. Die müssen wir alle vernichten. Ja, stimmt. Die leiden ja alle. Ich glaube, so wurde es sogar beschrieben. Ja. Lang lebe Giovanni! Schnell hinterher, schnell hinterher. Das Porenta mit der Mütze. Ja, hier wird die große Finale-Party, ne? Ja, yeah. It's the final countdown. Tü-tü-tü-tü. Ja, dann pack doch einfach Apollo vorne rein. Ja. Ja, aber eigentlich will ich auch. Unantastbar. Also wenn du jetzt dadurch, durch deine Gier jetzt unser... Tornopto eventuell drauf geht. Wer ist es? Athena? Na ja, gut. Doppelkampf? Machen wir. Ah, nee, jetzt kommt Siegfried. Ah, Doppelkampf mit Siegfried gegen die beiden. Halt, stopp. Jetzt spricht Siegfried. Oh. Mhm. Das ist wirklich ein Doppelkampf.
Pflanzen-Pokémon, wenn wir es mal fahren. Lol. Der legendäre Drachentrainer. Hat er dann in der Pokéliga auch einen Blanas? Das wissen wir nicht. Das wäre interessant. Das wäre. Oh, das Blanas treffen wir dann auch, ne? Scheiß drauf, Mann. Du bist. Ey. Ice Cold Killer. Ey, wir hier wollen Champ werden, okay? What the fuck? Ist ja dumm. Ja, aber Siegfried ist auch Level 40, ne? Ey, siehst du, wir hätten in der Liga hätten wir durchaus Chancen. Was ist das? Was ist das für ein Pokémon? Das ist ein Boden-Pokémon, glaube ich. Machen wir mit Dracarys weiter? Das Mobile müssen wir erstmal zerstören, ne? Ja, da trauen wir beide mit. Ja. Was? Brauchen wir gleich Flammenrad gegen das Vieh. Ja. Oh, Wechsel aus, Wechsel aus, Wechsel ja, aus. Ja. Schaufler macht. Noch packen so ein Ukodil rein. Warte, was kommt? Ja, Ukodil it is. Oder Tugge, Krogei? Weil es fliegt. Oder. Das hat aber Steinwurf. Ne, das andere hatte Steinwurf gehabt, ne? Ja, komm. Oh, das ist so. Ukodil. Surfer, Kawabanga und ist weg. Ey, nicht, dass wir jetzt alleine sind. So ist es doch kein Problem. Bist du sicher? Wir sind alleine. Ja, wir wechseln gleich ein. Ich glaub nicht. Nee. Okay. Dann wechselt nicht ein. Dann Surfer. Du hast ein Pokémon gekillt. Stimmt nicht. Du hast ein Pokémon auf dem Gewissen. Stimmt nicht. Imitator. Brauchen wir nicht, oder? Ja, komm, machen wir keine Schreiber weg. Oh, fuck. Das ist ein starkes Pokémon. Aber wir sind stärker. Heißt. Ja, ist ja gut. Was? Noch eins? Illivoltek. Bruder muss los. Ist einer meiner Lieblings-Pokémon. Ich fand das richtig cool. Also, das zwei sehr lange Finger oder hält das Ding zwei Magnete in der Hand? Nee, es ist ein Schweif. Oh. Okay. Ja, dann Flammensturm. Er hat Lichtschild eingesetzt. Ist halt leider nicht mehr so stark, wie es sein sollte. Hm. Fuck. Norbert, ne? Es geht direkt weiter. Okay. Ist okay. Ist aber gar nicht so schlecht. Nicht schlecht, wenn man bedenkt, dass es 1,5 gegen 5 waren. Ah, jetzt müssen wir noch die ganzen Elektrobälle noch machen, ne? Ja.
Ja. Er hat sein Tragoran nicht eingesetzt. Okay. Dann heil doch erstmal gleich noch unser Pokémon. Drei Elektroball. Ja, ich heil die Pokémon. Okay. Aber dann würde ich sagen, dass wir jetzt erst einmal einen kleinen Schlussstrich ziehen für heute. Ja. Wir haben echt viel geschafft. Wir haben den Arena-Orden uns geholt. Wir haben das rote Gyarados gefangen. Und jetzt die komplette Basis eigentlich. Bis auf die drei Elektroball noch. Ja. Eigentlich, ja, sind recht weit gekommen. Und wir haben fast Dracarys weiterentwickelt. Das dauert cool. Nicht mehr lange. Ja. Haben wir was gefangen? Ja, wir haben Voltoball gefangen. Voltoball und eben Gyarados. Oh ja, und das Gyarados. Ja, sehr wichtig. Ja. Okay, dann soll's das für heute. Ich speichere schnell. Ja. Dann soll es das für heute gewesen sein. Wir haben auch viel Gino Plus trainiert. Ich glaube, wir entwickeln uns zu einem sehr, sehr guten Team. Und ich gehe davon aus, dass das nicht mehr sehr lange dauern wird, bis wir die Pokéliga hinter uns gelassen haben. Ja. Das nächste Mal geht's direkt weiter mit dem 7. Arena-Orden. Kein Gegrinde, kein Nix. Kein Nix. Das einzige Grinden ist hier die drei Elektro-Balls. Yes. Vielen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Sorry nochmal wegen dem ausgefallenen Pen and Paper. Das wird dann so schnell wie nur möglich nachgeholt. Wir sagen jetzt erstmal tschüss, macht's gut, habt einen schönen Abend und dann sehen wir uns nächste Woche in alter Frische, frische Stärke und süßen Boys. Tschüss. Ich hasse diese Abmoderation. Es ist Progi.